Hallo, du Wundervolle. Ich bin Bridget Michael, Gründerin von Deodoulas. Und es gibt Gott sei Dank immer mehr Frauen und Mütter, die sich zu Doulas ausbilden lassen. Und da ich sehr viele Mütter auch anziehe, die Interesse an der Ausbildung haben, habe ich einen Videokurs produziert. Das heißt, sämtliche Inhalte der Live-Online-Ausbildung oder auch der Präsenzwoche sind hier zusammengebündelt, nach Themen sortiert, jeweils mit einem Video, mit einem Audio und mit einem dazugehörigen PDF. Und ja, wenn die Frauen also ihre kleinen Kinder noch zu Hause haben und einfach Schwierigkeiten haben, Zeitfenster, größere Zeitfenster für sich frei zu schaufeln, zu organisieren, ist dieses Format ganz wundervoll, weil sie in ihrem eigenen Tempo die Videos anschauen können oder die Audios hören können, sich noch Dinge notieren können, ja, um dann zusätzlich zu den Live-Calls zu kommen. Wir haben 7 Live-Calls insgesamt, die ich dann noch begleite. Und ja, sie begeben sich auf ihre Reise, auf ihre Deodoula-Reise, auf ihre Reise zu sich selbst in ihrem eigenen Tempo, werden von mir begleitet und werden vor allem von der Gruppe getragen. Und das ist wirklich so wundervoll zu sehen, wie diese Schwesternschaft ja zusammengewachsen ist. Und jede einzelne Frau hat ihre Deodoulas-Schwester. Das heißt, da findet auch noch mal ganz besonderer Kontakt zwischen zwei rein zufällig zusammengefundenen Frauen statt. Und die Rückmeldung ist einfach so schön. Die Frauen sind so glücklich, es macht ihnen so Spaß, das anzuschauen. Ja, sie saugen das Material auf und darum geht es mir. Ich bin einfach nur ganz, ganz, ganz dankbar und glücklich, dass ja, dass einfach meine Begeisterung, meine Energie, meine Liebe so gut durch die Videos transportiert wird, dass die Frauen ja, sich wirklich gut vorbereitet fühlen, um ihren nächsten Schritt zu gehen. Ich werde jetzt dir einfach mal ein bisschen hier zeigen, was ich gezaubert habe. Und zwar haben wir verschiedene Bereiche. Einmal so den Beginn, ein paar Videos, Ehrenkodex, 6 Gründe, eine Doula zu engagieren. Was macht eine Doula überhaupt? Ja, dann haben wir den ganzen Bereich Schwangerschaft. Wie kann ich den eben als emotionale Unterstützung begleiten? Was machen aber auch die Hebammen? Einfach um ganz klare Abgrenzungen da auch festzulegen. Ein paar spirituelle Techniken, energetische Techniken, ein paar Düfte, Meditation, den Atem natürlich, ja, den ganz, ganz wichtig, dass wir uns da mit dem Atem auch intensivst beschäftigen. Dann haben wir den ganzen Bereich Geburt, physiologischer Ablauf und dann den Bereich des Doula-Businesses, noch gekrönt von ein paar Boni hier, Meditation, energetische Reinigung. Es ist wichtig, dass du dich nach deiner Begleitung und vor allem auch nach der Geburt reinigst energetisch, ja, damit einfach alles im Fluss bleibt und nicht an dir kleben bleibt. Es ist mir ganz, ganz wichtig. Okay, lass uns einmal kurz hier reinschauen in das Video Doulas Aufgaben. Damit. So sieht es ungefähr aus. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser kleinen Vorstellung, dieser kleinen Präsentation einen Einblick geben konnte. Warte, ich zeige euch noch eben hier die Videos zu den Massagen, weil ich habe auch ganz tolle Videos gemacht zu wo die Massagen erklärt werden, ja, es ist so einfach, es funktioniert so toll, wenn du die anguckst, auch wenn du denkst, Massage per Video lernen, ja. Die Frauen sind total begeistert, machen sich ein paar Notizen und fangen einfach an. Es ist wichtig, dass du anfängst auszuprobieren an deinem Partner, an deinen Kindern, an deiner Freundin, ja, an deiner Nachbarin von mir aus und einfach nur anfängst. Nochmal kurzer Ich habe mir Einblick. jetzt ein bisschen die Henne eingeölt, um so einen energetischen Schutz für mich auch zu haben. Und bevor ich jetzt in Kontakt mit der Frau gehe, mit der Melanie, zentriere ich mich im Moment, ja? Genau.
So, das warst du, Liebe. Jetzt bin ich schon bei 5 Minuten. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video Lust machen konnte. Und am 16. August 2022 beginnt denn das nächste Deodulas Online-Videotraining. Wenn du dabei sein möchtest, dann schreib mich gerne an. Ich freue mich auf dein gratis Kennenlerngespräch mit mir und wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Deine Bridget.